Ha! Gut erwischt. Das war der Plan. Fuck! Okay. Ja, das war der Maul. Okay. Ah. Mann, aber so müssen wir an die dran laufen. Von hinten. Mhm. Ah, das ist anstrengend. Aber guck doch nochmal, wo die Monsterjagden sind. Dann können wir das als Hauptziel nehmen. Ja. Gemüse. Oh, da sind so viele. Katzbuckel. Ja, da wollen wir nicht hin. Goldhain. Ja, da wollen wir auch nicht hin. Qualmhöhe, da können wir hin. Robinson-Insel waren wir noch nicht. Robinson waren wir noch nicht. Und Kenterküste waren wir auch noch nicht. Qualmhöhe. Ja, wir laufen mal Richtung Qualmhöhe. Mal gucken, was wir auf dem Weg finden. Ein bisschen hier mit. Glitzer, Glitzer. Da rechts ist einer, ne? Okay. Oder? Ja. Dreh dich nicht um. So das. Nein! Oh! Jetzt ist er weg. Alter. Oh, du dummer Spaß. Das ist ja richtig beschissen. So kannst du so voll vergessen. Da ist noch mal einer. Ja, das müssen wir, glaube ich, machen, wenn wir... Ich lasse ihn jetzt wieder zurückkehren. Ich glaube, er rennt nicht sofort weg, wenn er dich erblickt. So, ich gehe ein bisschen aus der Range. Ja, das reicht schon. Meinst du, er lockt? Nein, ich bin mir nicht sicher, ob er nochmal zurückkommt. In so einem Fels, in der Düne. Versteck dich. Meinst du, der läuft jetzt da runter? Ah, wo läuft der hin? Ich weiß es nicht. Das ist wie die Leute vom Haken holen. Wo läuft der hin? Oh! Alter Schwede. Komm jetzt aber. Boah! Ist das jetzt ein richtiger, ja, ne? Ich hoffe. Ja. Ja. Denk dran. So. Ich hoffe jetzt. Zutiefst gerade. Was mach ich denn? Okay. Ja, ich will. Was heißt das? Keine Ahnung. Eingefroren vielleicht oder so. Hat ja eigentlich funktioniert. Hat ganz gut funktioniert. Und? Kriegen wir was? Ja. Ja, zwei. Stück. Wir geil. Sind nochmal drei, ne? Drei brauchen wir. Okay, cool. Das kriegen wir aber wohl nochmal so hin. Okay. Da glitzert's. Oh ja, wollte ich auch gerade sagen. Glitzer, Glitzer. Den nehmen wir mit. Vielleicht ist ja einer dabei. Vielleicht ist einer dabei, genau. Ja, kostet. Das ist nicht so schlimm. Oh, Leben und Mana aufgefüllt. Jetzt macht die Wüste Spaß. Ja. Wenn man übermächtig ist. Dann macht alles Spaß. Wir müssen verwarnen. Verwarnen. Für alle. Ein Lauerblümchen. Ah. Der ist wenigstens langsam und kommt nicht weg. Ist geil. Ich renne. Ah, okay. Wir müssen halt echt hier jetzt die Viecher finden. Ja. Oh, ich sollte gehen. Gähnen oder gehen? Gehen, was? Wo sollst du hin? Hm? Wo sollst du hingehen? Zum Aussetzen. Achso. Ah, das bist du. Ja, da sollten wir hingehen. Aber dieses Level bringt gerade so wenig. Ja, das bringt halt echt nichts. Aber die kannst du auch knicken, die sind immer mit den Sonnen zusammen. Geh jetzt mal darüber. Weil die haben noch ein bisschen stärkere. Kannst du auch auf dem Rückweg machen. Ja, deswegen. Ja, ich glaub's dir. Können wir auch genauso schnell erledigen. Ich
tragen die Dinge zur Qualenhöhe, machen das, gehen zurück und den machen Tüten. Den Dings. Und dann gehen wir aber langsam wieder nach Laguna, oder? Ja, ich glaube, dann sollten wir den auch schaffen. Es, klar, würde auch, es hätte auch so schon geklappt. Ja, hätten wir das Ende nicht verkackt. Ja, das Ende war ein bisschen seltsam. Es war ja auch das erste, der erste Versuch. Deswegen. Muss ich erstmal alles kennenlernen. Ja, muss erstmal gucken. Ist ja kein Dark Souls. Das Ding ist, wir sollten vielleicht auch wieder umstellen. Sie steht ja im Moment auf den schwächeren Gegner am Warten. Aber wenn wir zähmen wollen, sollte sie auf unseren Gegner am Warten stehen. Anderes Ziel. Nee, gerade nicht. Sonst können wir noch nicht zähmen, wenn sie den anderen weghaut, während wir den eigentlich noch den eigenen. Ah, aber wenn sie uns den am Ende zerhaut, deswegen? Ja, beides macht wenig Sinn. Das ist halt echt schwierig, das einzustellen. Wo ist denn der Bus? Ich glaube, jetzt kommt gerade ein Autoschlüssel. Abholer rein. Gib mir gerade mal den Autoschlüssel einfach. Autoschlüssel? Nee, den da. Ah, achso. Das ist ein anderer. Damit wir wieder unten reinkommen. Tschüss. Danke, ciao. So. Da geht's jetzt. Guck mal, die rennen auch schon alle weg. Krass, ne? Kannst du dir eigentlich auch schenken, aber. Ah, ich nehme den Level jetzt mit. Warum denn auf 2 Stunden die wir brauchen Essenspause? Weiß ich nicht. Was haben wir denn? Weiß ich nicht, ist doch egal, ich hab Hunger. Nee, wir können jetzt noch keine Pause machen. Wir haben erst 2. Ich rede nach 3 Stunden Pause. Achso, ja, dann das essen. Können wir machen. Ja. Das war die Frage. Müssen wir mal gucken, was wir essen. Es ist egal, ob du essen was. Komm zurück. Oh, nein, ich muss echt, guck mal, ich muss echt hier rein nochmal. In die Qualmhöhe an sich. Am Ende sitzt dieser Typ jetzt da, wo der Boss ist. Das habe ich so im Gefühl gerade. Im Urin. Was hast du im Urin? Dass dieser Typ, der Jagdauftrag, da ist, wo der Boss war. Okay. Das kann sein. Und wir haben auch einen Weg vergessen zu laufen. Stimmt. Aber der war... Wenn es ihn jetzt überhaupt noch gibt, ist die Frage. Den Weg? Den Weg, ja. Der war doch in dieser komischen Sequenz. So. Tata! Sascha und Tobi standen 1,5 Stunden im Stau. Läuft bei mir. 1,5 Stunden standen sie nur rum. An einem Sonntag. Oh Gott im Himmel. Das ist ja fantastisch. Sehr schön. Wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt im Stau stehen, dann laufe ich doch lieber über die Qualen. Ah, guck, den Weg meine ich. Ja. Dahin und dahin und da müssen wir jetzt hin. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal da. Wo ich jetzt einmal vorbeigelaufen bin, erst. Das Putzemännchen? Nee, sind diese anderen. Das ist. Oh, der fette da hinten. What? Das sieht ja seltsam aus. Ist das ein Kraftprotz? Ich hab vorhin gelesen, dass das so ein dicker, pinker, rosa Typ heißt Kraftprotz. Ich hab auch sowas gesehen. Ja. Und irgendwie für Kraft. Wenn er wieder bereit zur Evolution ist. Planetentropfen! Oh, wir haben einen Planetentropfen gekriegt. Ja. Willst du speichern? Ja. Ich wollte es nur sagen, bevor du ihn direkt anschmeißt. Kann ich nicht speichern? Wieso? Ich muss zurücklaufen. Oder nicht? Du bist an den Start des Gebietes. Echt? Ja, wir haben Planetentropfen. Ja, aber kannst du nicht hier irgendwo speichern? Nein. Vielleicht ist es ja in der Range nur, dass es nicht geht. Nee, ich hab gar nicht. In den kleinen Gebieten kriegst du den Menüpunkt nicht. Weil du ja doch diese Steine hast. Wie weit ist denn das? Da hast du direkt da vorne. Da ist doch ein Speicherstein aus. Ja, das klingt ja. Achso, den meinst du, ja.
Okay, ja. Ist doch direkt da vorne. Okay, dann geht's. Dann füllen wir uns auch nochmal auf und dann... Ja. So und nicht anders, meine Damen und Herren. Was? Was? War nämlich voll? Kann sein, ja. Wir sind gerade im Moment relativ voll. Sternentropfen. Das läuft ja gerade. Was ist denn gerade los? Das ist ja Wahnsinn. Wir brauchen noch einen Sternentropfen. Du kannst Bugs die entwickeln. Willst du jetzt Bugs die entwickeln? Vor zum Wir müssen das nicht jetzt machen. Ich sage nur. Achso, machen wir nach dem Vieh dann, oder? Bugs die entwickeln, ja. Nee, nach dem Djinn. Ja. Nein, nach dem Vieh. Ich bin viel zu neugierig. Ja. Weil dann sind wir auf Level 1 wieder bei Bugsty. Dann kann die uns beim Djinn nicht helfen. Die brauchen wir sowieso nicht beim Djinn. Hast du doch gesehen. Wir brauchen Uli. Naja, aber das Problem ist, wenn Bugsty einen Schlag vom Djinn abbekommt, ist Esther tot. Ja, wenn sie dann sie tauschen wir ihn aus. Und dann kriegt er kein Level. Ja, das war. Ja, dann nach dem Djinn, mein Gott. Gut. Dann beeil dich. Ich mach jetzt erstmal diese komische Planetenkugel. Ach komm, wir machen das jetzt. Was? Okay. Warte, guck erstmal nochmal durch. Wir können auch Plopsel entwickeln. Willst du Plopsel? Ich würde lieber Plopsel entwickeln. Ja. Wir benutzen den halt kaum, aber er ist halt viel cooler. Ja. Ach, na warte, ich muss ja hier im Kreaturenkäfig. Im Snackbereich. Was sind denn die anderen nochmal? Das, Mond, Sonne. Und die haben die alle dasselbe. Okay, sind alle gleich. Das ist natürlich echt ätzend. Geil. Aber wir haben vom Mondtropfen, Planetentropfen. Mond ist für über einige, ne? Planet haben wir leider gerade gar nicht. Aber guck mal, die Dinger steht auch nur zur zweiten Stufe. Das heißt, es gibt nochmal neue für die dritte und vierte. Scheinbar. Ja, das ist gut möglich. Plopsel! Er wird. Oh! Er wird gelb! Ein Blasphemist. Wie cool. Er kann dann Licht zaubern, das ist gut. Oh! Lichtzauber sind. Das könnte geil werden. Plopsel! Alter, sieht ja verstörend aus. Ich finde den geil. Unfassbar geil. Sieh mir in meine Augen, Kleines. Er ist so cool. Sollen wir bei ihm einfach noch Verteidigung noch weiter pushen? Könnte man. Die Verteidigung ist ja bei ihm gar nicht mal so gut. Magische Verteidigung ist sehr gut. Ja. Ja, lass ja. Ja. Magische Verteidigung? Ja. Süße Paste, eine Blinkheit, Genauigkeit noch eine. Genauigkeit ist eigentlich gut bei ihm. Dann lassen wir das. Warte mal, guck mal bitte auf die anderen Kreaturen, was die für ein Zeichen hatten. Reserve. Das sind Planeten, ne? Oder? Nee, das Sonne. Ist Sonne und Feuersonne. Ich habe keine Ahnung. Ist das schon die zweite Stunde? Nein, das ist alles die erste. Wir haben keinen da unten. Warum ist das so komisch? Achso, das ist Sonne und... Ja, das ist so ein Mixzeichen. Keine Ahnung. Vielleicht gehen da beide Sachen? Möglich. Das könnte natürlich sehr gut möglich sein. Komm her. Haben wir echt nur die drei, sonst haben wir nicht noch mehr? Ja, aber die kannst du nur in diesem Gullideckel dir angucken. Du kannst nur drei zusätzlich mitnehmen. Haben wir noch mehr im Gulli? Ja. Im Gulli bei Gulli. Die gleichzeitig so. Doppel KO. Was? Und Leben. Aha! Instant Stufe 4 wieder, sehr schön. Wir haben ein bisschen Angst vor der Planetenkuh. Ich auch. Sehr sogar. Häng dran, platsch, platsch. Willst du vorher noch über einige zu dir nehmen? Ja. Das ist ein sehr guter Einwand. Wechsel. Ich glaube auch. Mit Steve, oder? Ja. 75, 60. Ja, Steve, es geht um die Schnelligkeit. Ja. Mademoiselle. Mademoiselle. Finde ich sehr gut, den Namen. Ist cool. Die macht überhaupt nichts Böses. Ja, die ist auch schnell.
gerade mit dem Akkuschein. Ja. Macht's schon die ganze Zeit. Weg. Mach einfach weiter Blitzschlag. Was ist denn Schaden? Fast durch. Elf haben wir. Ich finde es geil, dass sie auf einen zuläuft und dann einfach mit dem Arsch raus angreift. Arsch wieder. Voran. Ui. Brat noch ein bisschen drauf. Attacke! Aber das haben wir schon gedacht. Ja, das reicht nicht. Ja. Ich weiß. Ganz knapp, Junge. Ich hab gesagt, es reicht. Knapp, ich hab Junge. Gesagt, es Sag's reicht. Dir, es war schon knapp. Ich hab da gesagt, es reicht. Knappe Scheiße. Klopse, geh voll ab. Ah, eine Stufe. Alter, das war echt knapp. Ja, das war knapp. Jetzt will ich wieder zum Speicherstein zurück. Mhm. Wegen Leben und so. Gleichzeitig würde ich auch gerne. 150! Ja, komm, ich pfeife mir das jetzt noch ein. Warum? Wenn ich jetzt laufe und drauf gehe. Nee, du wirst jetzt. Du kannst jetzt wohl warte, aufpassen, dass du nicht angegriffen hast. Nee, man ist viel besser. Wo geht die Magie? Da. In der Hand. So. Jetzt brauchst du auch fast nicht mehr zum Speicherstein. Doch, wegen der MP. Wir haben das viel besiegt, wir gehen jetzt zurück, bevor der. Wir haben noch zwei Wege zu erkunden. Ja. Ich wusste genau, dass hier ein Monster kommt. Am Ende gehst du da drauf, zum Scheiß. Weißt ja, du? Das wäre schon ungeil. Los, Gambaro! Das wäre etwas ungeil. Ja, ich hätte die Mademoiselle gerne mitgenommen. Ja, irgendwie das war. War schon geil. Ja. Aber trotz allem hat sie halt nicht viel gerissen. Nee, so gar nicht also eigentlich. Im Nahkampf halt. Wir sind einfach zu mächtig. Planetentropfen! Wir haben kein Vieh, was das hat, aber. Wie gut, dass wir das jetzt alles hinterhergeschmissen kriegen, ne? Ja, am Anfang so gesucht und so. Ja, hier, guck mal, jetzt, hier, nimm. Ich finde es aber auch ein bisschen dumm gemacht, dass du die jetzt einfach öfter kriegst, nur weil du jetzt irgendwie. Ja, wenn man das Gebiet erreicht. Ja, aber trotzdem. 400 können wir zählen. Ja. Oh. Zum ersten Mal sind wir da. Sud des großen Weißen. Vielen Dank. Riesensonnentropfen. Nächste Entwicklungsstufe. Oh mein Gott. Alter Schwede, gib mal ein paar ab. Erstmal gucken, was wir mitnehmen. Was? Wollen wir irgendeinen den Hund mitnehmen? Das ist eigentlich ganz süß. Ah, okay, wir müssen erst wirklich abgeben. Gib mal die alle ab. Die benutzen wir doch eh nicht mehr. Obwohl die Sonne. Weg. Die Sonne würde ich mal behalten. Die Sonne können wir behalten, ja. Die ist ganz cool. Und den Hund dafür mitnehmen. Ja. Den Rest brauchen wir nicht. Was haben wir denn da noch? Nur Scheiße, ne? Ja, das Putzemännchen, Spitzbub und das Funkenvolk hier. Also, ja. Nichts Cooles. Wow. Da war gerade so ein Papagei. Der yes. Riecht hier so hoch. Kommt hier vor. Manchmal sitzen hier die Vögel auch drauf. Der frisst sich gerade oben in die Wand rein. Übers Fenster. Was? Der frisst sich gerade oben in die Wand rein. Ja, guck, da liegt das ganze Styropor auf der Fensterbank. Okay, krass. Speicher, hast du gespeichert? Nee. Nee, ich wollte erst das Ding anladen. Die machen sich da oben ihr Nest rein. In die Wand. In die Dämmung. Ich dachte, das machen nur Kleiber. Nee, leider die auch. Krass.